Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade an der Nordschleife und darf heute diesen wunderschönen M3E92 bei mir haben. Ich bin mit einer Gruppe, ihr werdet das im Vorvideo sehen, unterwegs an der Nordschleife und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt ein separates Video mit dem Auto, weil ich finde das Auto wirklich mega. Ich wollte das Auto auch bereits schon viel, viel früher mal fotografieren, nur leider hat es irgendwie nie geklappt. Und jetzt habe ich endlich die Chance dazu. Ich werde euch jetzt das Auto zeigen, ein bisschen erklären, also was an dem Auto alles gemacht wurde. Ich probiere euch das möglichst genau zu erklären. Ich kenne nicht alle Teile und alles, aber ich werde mein Bestes geben auf jeden Fall. Nicht drauf. Wir haben eine andere Haube mit Lufteinlässen. Ich finde die mega schön. Ich finde, es passt mega gut zum Auto. Das Auto wurde blau komplett lackiert. Innen ist er schwarz mit einem Überrollkäfig, also komplett. Den werde ich euch nachher auch noch zeigen. Kotflügel sind anders. Die haben aber hier keine Einlässe. Die sind einfach so. Dann haben wir hier geschmiedete Felgen, die selber gemacht worden sind. Hinten der Heckspoiler ist oben drauf. Dann hat es hinten noch eine kleine Lippe. Wir haben, ich hoffe, ihr hört das alles ganz gut, denn da hinten ist die Strecke, wie ihr seht. Wir fahren da, also es könnte ein bisschen lauter werden. Wir haben eine Akrapovic-Auspuffanlage, die ist jetzt im Moment gerade straight und hört sich ziemlich krass an. Ich kann euch das nachher sehr, sehr gerne zeigen. Eine andere Bremsanlage haben wir auch noch drauf, die kann ich euch auch gerne mal ein bisschen näher zeigen. Ich finde die Felgen mega schön mit dem Blau. Sieht wirklich super aus. Allgemein das Auto finde ich richtig, richtig gut. Ich zeige euch jetzt gerne mal den Innenraum. Im Innenraum haben wir ein OPM-Lenkrad. Ich finde das mega schön, das Lenkrad. Wir haben einen anderen Shifter drin. Ich habe am Anfang nicht ganz verstanden, wieso, aber mittlerweile ist ziemlich logisch, dass halt hier der Weg zum Schalten einfach viel besser ist, als wenn das Ganze hier unten ist. Dann haben wir hier wirklich, also das Auto ist wirklich ausgehöhlt, da ist eigentlich gar nichts mehr drin. Hinten ist auch wirklich nichts mehr drin. Ich finde den blauen Käfig passend zu der Außenfarbe auch sehr, sehr schön. Mit den roten Gurten macht es super. Ah, die Sitze, die sind auch nicht original drin, die sind auch reingemacht worden speziell. Ich finde das Auto sehr, sehr toll. Ich habe mir sehr lange überlegt, das Auto zu kaufen, auch früher. Es war immer eins meiner Traumautos, die ich unbedingt haben wollte. Und ist es jetzt immer noch. Ich muss aber sagen, ich habe extrem Respekt vor dem Auto, es zu fahren. Ich werde aber, glaube ich, nachher trotzdem mal probieren. Einfach, weil es mich auch Wunder nimmt, wie das Auto sich fährt. Also wir gehen jetzt eine Runde fahren. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich fahre... Ah, jetzt ist gerade der Schmied durch. Ich fahre jetzt aber ein bisschen ruhig, weil er hat Rennreifen drauf. Und es ist zwar trocken, aber ich kenne mich da nicht so gut aus. Und ich will das Auto nicht kaputt machen. Das Auto steht zum Verkauf. Wir fahren mal los, probieren mal das Ganze hier. Man muss auch sagen, ich sehe nichts. Also ich sehe nicht wirklich viel. Und kenne mich auch da mit der Schaltung nicht so gut aus. Aber es wird sicher.
So, wir sind jetzt gerade zurück vom Fahren und ich muss sagen, das Auto ist sehr, sehr speziell zu fahren. Ich kann das ehrlich gesagt nicht mit das andere vergleichen, obwohl es einfach ein BMW ist, der halt sehr gemacht ist. Ich finde es einfach mega krass, wenn man in dieses Auto einsteigt, dieses Feeling, das man halt hat. Man sitzt rein in einen Recaro-Sitz, der, okay, er ist jetzt nicht mega eng für mich, aber man merkt halt einfach gerade, er hat Halt. Man hat hier vorne da diesen Käfig vor einem und dann mit der Schaltung und allem und dem Lenkrad. Und irgendwie hat man das Gefühl, es ist einfach gerade alles mega ernst. Und das ist so, ja, das ist einfach so ganz anderes Fahren. Das ist nicht einfach so, als will man in ein normales Auto sitzen. Und ich muss aber sagen, ich finde das mega toll. Also ich bin mega Fan davon. Ich kann auch gar nicht aufhören zu grinsen, weil ich das Auto wirklich sehr, sehr cool finde. Ja, es ist wirklich so ein kleiner Kindheitstraum, der gerade in Erfüllung gegangen ist, weil ich schon immer einen E92 fahren wollte und das jetzt endlich machen konnte. Und dann jetzt einfach gerade noch so einen speziellen und nicht irgendeinen 0815. Von dem her, ja, ich finde das echt mega und ich bin mega happy. Ich hoffe, ich konnte euch das Auto ein wenig zeigen. Ehrlich gesagt, ich wusste jetzt nicht, wie die Teile wie heißen und ich weiß einfach, was dran gemacht wurde. Ich glaube, ich beende dieses Video jetzt hiermit und möchte mich noch einmal ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!